Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf den Niedersachsen zu einer neuen Folge mit den Senioren. Und dabei sind heute Marc, Patrick, Tom, Willi, Chris, Marco und Sascha. Hallo. 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 Ja, liebe Zuschauer, letztes Stream ist ausgefallen. Eigentlich habt ihr jetzt eine ganze Menge nicht gehabt. Die letzte Woche keine Folgen von den Niedersachsen, weil ich an dem Mittwoch beruflich unterwegs war. Gestern der Stream ist ausgefallen, weil ich lag tatsächlich völlig daneben. Mir ging es da nicht so gut und deswegen konnte ich nicht streamen und auch nicht spielen. Und deswegen bin ich hier auf die Karte völlig ohne Interesse. Also es ist tatsächlich so, was ich sofort gesehen habe, ist, dass in 2,2 Millionen am Konto. Ich war offensichtlich einige Tage nicht da. Sonst kann sowas nicht passieren, die dramatischen Szenen, die sich hier abspielen. Dass hier Geld rumliegt, das nicht in Benutzung ist. Ich durfte den Hof auch nicht wechseln, um mich darum zu kümmern, um das Geld. Ja, Patrick durfte auch nicht ran. Also ja, dann weiß ich auch nicht, was die Kollegen alle gemacht haben. Aber dafür seid ihr ja da, dann könnt ihr mir sagen, was ist jetzt zu tun, wo soll ich anpacken? Kann eben mit dem Abfahrer bei mir vorbeikommen. Ja. Ein Abfahrer, ja. Der steht schon hier auf dem Feld. Ansonsten, der steht schon bei dir im Feld. Der steht schon, ja. Ansonsten wären Feld 40, 41 müssen gespritzt und gedüngt werden. Also das große Baumwollfeld oben. Ja. Ich fahre jetzt mit dem Abfahrer an. Haben wir noch Dünger im Lager oder muss ich kaufen? Dünger musst du kaufen. Kaufen, Willi. Ihr habt gestern so viel Kohle gemacht, ihr könnt alles kaufen. Ja, wir machen heute noch Kohle, was ihr gestern versemmelt habt. Tom hat gestern Paletten verkauft ohne Ende. Ja, aber ich gab nicht so viel. Gab nicht so viel. Weißt du den Preis noch von den Eiern gestern, Tom? Wo lange die? Tiefer als heute. Ja, ich weiß nicht. Also Mario Thomas hat gestern gedacht, er verkauft die Eier. Weil? Also damit, ja, weiß ich nicht. Ich kam auch erst ein bisschen später. Sascha konnte ihn nicht aufhalten. Und dann später haben wir dann gemerkt, dass das ein Tag vor Hochpreis ist. Wir haben jetzt mal um die 300 Euro pro 1000 Liter verschenkt. Und da war eine Menge, ne? Ja, aber wir haben es ja. Ja, ihr habt kein Geld mehr. Euch geht's sicher ja brauchen gut. Wir Geld. Warte mal ab. Euch gleich. Geht's doch warte gut. Warte mal ab, mein Freund. So, mal ist das, wie gekauft. Okay, den haben wir schon mal abgefahren. Fallen werden hier gesammelt. Na, dann nee, gesammelt noch nicht, aber es dauert doch. Noch gesammelt wird auch schon. Ich sehe da, da Chris so, fährt ach, da. Ist Chris auch schon dabei? Aber Chris, mit dem darfst du nicht so hart in die Kurve fahren. Der löst immer die ja, Spanngurte. Richtig. Ich war gestern schon kurz davor, mir wieder einen Pongel zu kaufen. Ja, ich auch. Ihr könnt den auch so konfigurieren, dass der wie der Ballenlader arbeitet, ne? Also nicht mit Archimballen auflädt, sondern mit dem Standard, ja. Also mit dem Ingame-Schreiber, das ist dann nur Ballen, ne? Ja. Aber wenn der die zwischendurch immer verliert, haben wir im Endeffekt mehr Ballen, ne? Nee, so geht das nicht. Du kannst mehr Ballen aufsammeln, aber es sind immer noch die gleiche Menge. Es wird nicht nach aufgesammelten Ballen abgerechnet. Schade eigentlich. Ach, guck mal, ich habe gedacht, wir hätten dieses Spot-Spraying-Pack hätten wir drin gehabt, weil wir haben nur eine spezielle, die Spot-Spraying kann, ne? Die kleine Land, die kann da auch Spot-Sprayen. Ja, aber ja, sag ich ja. Aber ich hatte ursprünglich gedacht, wir hätten dieses ganze Pack drauf. Das haben wir gar nicht. Ah, mal guck mal hier. Also ihr braucht den in der Config nur auf Ballen automatisch laden stellen bei Ladetyp. Wie viel Geld darf ich denn heute ausgeben? Keines. Alles. Weil wir haben, eine Spritze auf dem Hof, wir brauchen keine neue. Aber ich habe hier eine coole Spritze. Die andere tut's auch. Aber die habe ich extra drauf gemacht dafür. Ja, weil die hat auch, die Spritze, die war doch auch 40 Meter. Geht hier nicht um die Meter.
fünfmal hier sagt und wir sehen nicht, was er zeigt. Na, den Selbstfahrer hier mit dem Spritzenaufbau. Der hat einen Spritzen- und Düngeraufbau. Ach, der Käse, oder was? Mhm. Das ist ja sowieso eine Tradition aus dem 19er verloren gegangen. Was war das erste Gerät, was Mario auf jeder Karte haben musste? Ja, stimmt, den Titan. Nee. Rubikon. Ach, die Rubikon. Rubikon. Oh. Ja, das stimmt. Du meinst die Hirschfeld-Rubikons. Naja, die habe ich immer noch nicht gemacht. Aber ich habe ein Event, zu dem die womöglich kommen werden. Und den Case, also das hier ist ja der Nachfolger, das ist ja der Trident, aber den Titan hatten wir schon auch viel mit, ne? Den eigentlich so hauptsächlich beim Map-Crashen, ne? Gibt man die Strohballen gleich in die BGA oder wo fahren wir hin? Ja, fährst du in die BGA, dann fährst du das Lager voll und den Rest kannst du verkaufen. Was kommt denn auf das Ding dann oben drauf? Aber das habe ich schon gekauft. Bitte? Das erste Geld ist weg. Aber der hat doch keinen Spot Spring, oder doch? Doch, hat er. Aber Marco, er hat das andere Ding immer noch nicht gefunden. Nee, lass ihn suchen. Ja, ja, okay. Was das? Warte hin. Du musst doch hier mal ein bisschen ordentlich laufen. Wir schon so ein Zeug haben. Aber ich muss ja gerne, wie soll denn aufgehängt werden hier? Viel interessanter. Machen wir mal so. Maria Hirschfeld, mehr Kraft? Ja, also ich mich. Ich das Spinat sonst gegessen oder ja, was? Den Popeye, der Seemann. Tut. Ich muss dieses Ding hier immer ankriegen. Na, ich glaube, da gibt es speziell, das kannst du gleich mit einer Palettengabel oder so da festmachen, ne? Zu fix. War schon sehr genau drauf absetzen. Ah. Ach guck mal, der Heiner ist auch da. Ach, der Heiner, Heiner steht da aber nur seit einer Stunde. Ich glaube, er schreibt im Discord eben. Vielleicht mag er heute auch nicht. Okay. Wo kriege ich denn die... Ganz ehrlich, ich bin schon wieder völlig raus. Kriege ich denn hier die Herbizide am besten? Die stehen noch bei uns am Hof. Achso, ja stimmt, da haben wir die ganzen Tanks hingestellt. Ja, so war es, genau. Weil wir die Fahrerei nicht mehr wollten, ne? Ja. Aber es gibt hier keine Verkaufsstelle für Herbizide. So, heute lade ich mal mit dem Magirus ab. Nicht so wie gestern. Oh, das ging doch gestern gut mit den Paletten. Ja, ging eigentlich ganz gut, ja. Aber du hast es ja verpasst, meinen rausgefahren. Nein, ich war dabei. Ich habe nur nicht genau in dem Moment hingeschaut. Wahrscheinlich hast du mit einem starken Bohren einfach rückwärts rausgezogen. Nö. Ist aufgenommen und auf YouTube und kannst angucken. Einfach Vollgas rückwärts, irgendwann war er draußen. Ja. Nein. Weil sie ist aber auch blöd, die Ecke professionell. Da oben. Die ist schon blöd zum Anfahren, wenn du da nicht wieder rauskommst. Ja, also der Trailer ist ja auch zu lang, ganz ehrlich. Welcher Trailer? Der Paletten-Autoloadwagen.
Und Willi, der? Mhm. Der ist doch nicht zu lang. Also nicht der mit dem Rampen hinten dran, sondern... Also für diese Fläche hier schon. Also da beim deutschen Haus. Also ich finde, der ist ja eher zu kurz in Summe. Und wenn der zu lang ist, sind deine Fahrerskills zu schlecht. Dann möchte ich dich dann mal sehen, wie du hier wieder rückwärts rausfährst. Ja, meine Fahrerskills sind wohl auch schlecht. Okay. Es gibt die aber auch in kürzer, Tom, ne? Ja, ich weiß. Aber dann müsste man ja den ja umkonfigurieren. Einfach mal mit der Säge. Die kürzeren musst du umkaufen, ja, weil musst die Länge kriegst du genau, die Figur okay. Extra. Keine Flex mitgeliefert, um die abzusägen. Nee. Ja, also ich war hier vorher auch nicht da, darum bin ich einfach mal mit dem da hingefahren. Das kann man ja schon noch abladen, kein Problem. Ich will trotzdem wieder mit dem fahren, was man einfach mehr Paletten wegkriegt, bevor du da mit dem Magiros hin und her fährst. Ja, jetzt habe ich jetzt mal ein paar Eier verkauft. Und ich glaube, irgendwas haben wir noch im Lager. Schokolade. War Höchstpreis heute bei den Eiern, ne? Jo. Sei ruhig. Heute war Höchstpreis, gestern nicht, oder was? Die Eier vom Dom kauft eh keiner. Wir sind mit dem Dumpingpreis gestern reingegangen. Stimmt, dann habe ich. Ich glaube, werden dann liegen, bis sie faul sind und dann kriegt er die wieder zurück. Nee, die sind schön alle im Kühllager. Das Palettenlager auf Madrid ist kein Kühllager. Unsere liegen wenigstens drin, eure stehen in Gitterboxen vorm Stall. Ja, ist doch auch jetzt Winter, ist doch kalt genug. Ja, aber wenn da Sonne drauf scheint die ganze Zeit auf die weißen Eier, Ich könnte gleich nochmal einen Abfahrer gebrauchen. Jo, ich komme gleich vorbei, da kann ich euch auch die neue Spritze zeigen. Die brauchen wir hier nicht. Wollen wir die sehen? Nein. Jetzt, wenn... Wollt ihr denn mit dem ganzen Geld? Wolltet ihr was ganz Besonderes mit 2 Millionen kaufen, oder was? Eine halbe Million Spritze. Ich hab hier keinen Stroh, ich muss warten. Hatten wir die eigentlich alle Werkzeuge gesehen? Ich kann auch in den Abfahrer kurz reinhopsen, ja. Ich fahr trotzdem einmal über das Feld. Also die Baumwolle von gestern ist einmal weg. Kann das sein, dass die 104, 105 auch noch gedüngt werden muss, oder? Ja, die habe ich ja gerade eben erst angesehen. Oh, gut, dann fahre ich da mal hin, solange ich das Ding noch dahinter habe, ne? Nee, ist frisch angesät, oder? Ja. Wo fährst du jetzt hin? Musst du nicht warten, bis da die erste Wachstumsstufe da ist? Ich fahre zum Drescher, zum Abtanken. Wie kommst du denn so da an den Feld, ja, dabei der Drescherfahrer hat ja auch eine kleine Herausforderung. Weil er auch noch falsch rumstand. Ja. Ich habe ihn aber schon gedreht. Ja. Ach, pass auf, Freund, ich habe Pflegebereifung. Er könnte ja auch in Uhrzeigerrichtung fahren, weil dann hätte man das Problem mit dem Rohr nicht, dass es immer innen war. Wollt ihr mal gucken? Hier, guck mal hier. Ja, fahr mal aus, das Ding. Ich hatte die schneller als die andere. Ja. Okay. 35. Gibt es das Ding in echt auch? Ja. Ob der 35 dann fährt, weiß ich aber nicht. Aber den gibt es tatsächlich in echt. Das ist kein... Muss man denn jetzt echt bis zur ersten Wachstumsstufe warten, oder? Ich meinte, ja. Was mit dem Düngen, oder? Ist dem egal, oder nicht? Ist dem egal, ja. Okay. Also irgendjemand hat gesagt, wenn du... in der späteren Stufe düngst, dann braucht er weniger Dünger. Hast du einen höheren? Ja, und du hättest einen höheren Ertrag, hat jemand geschrieben. Ja. Also ich dünge auch generell immer erst in der ersten Wachstumsstufe. Aber die hatten gesagt, in der vorletzten Wachstumsstufe oder so. Ja, aber das macht gar keinen Sinn irgendwie. Du, ich fahr mal düngen, weil sonst verpennen wir das. Ja, das ist auch Sinnvoll. Nee, das verpennen wir das nicht. Das ergibt, glaube ich, Sinn, weil das, weil dann diese Isaria eben auch die, Sachen besser erkennen kann wohl. Mhm. Und damit ist es dann natürlich schon wieder ganz cool. Also das würde schon Sinn ergeben, dass die Sensoren dann die Pflanze besser einschätzen können. Ja. Aber nicht gerade in der letzten Stufe, oder?
Ja, oder in der, weiß ich, aber erste Stufe, glaube ich, war zu früh. Aber ich kann nicht genau sagen. Ich habe nur das, was mir einer da im Stream erzählt hat. Aber ich habe dir jetzt gesagt, 40, 36 nicht mehr, oder was? Ne, die ist schon. Ne, die ist ja nicht. Sehe ich schon, okay. Also die beiden großen Baumwollfelder. Da habt ihr eine halbe Million runtergeholt. Ja, ein Tick mehr. Ein bisschen mehr als eine halbe Million. Also mit dem Umweltbonus waren es pro Ballen um die 52.000 und 11 Ballen waren drauf. Aber schon cool. Aber trotzdem, da habt ihr auch einen Abend dran getan, oder? Doch. Den Abend war ich mit Sascha alleine. Ja, es hat sich ein bisschen gezogen. Und wir haben schon zwei Ernte extra. Naja, drei hätten in dem Moment auch nicht genutzt, weil wir waren nur zu zweit. Ja, in dem Fall nicht, ja. Apropos Baumwolle, Marco, das Feld, was du gestern angesprochen hast, ist als Mission da, ne? Echt? Ja. Ja, nehmen wir. Aber nur 40.000. Ja, aber wir haben ja die Baumwolle, wir probieren das mal. Wir nehmen das an. 59 ja. War das, oder? War die 59, ja, 20 Hektar. Brauchen wir zu zweit 2 Stunden. Machen wir, akzeptiert. Locker. Ich kann hier eh gerade wieder nicht pressen. Ich habe keine Ahnung, ich habe ein Sync-Problem. Ich sehe das Stroh immer nicht. Oder ich kann hier blind dir hinterherfahren. In der Hoffnung, was zu treffen. Ich denke, ihr werdet meinen Einkauf lieben. Oh, nee, schon wieder? Nein, den jetzt hier. Ach so. Ja. Ich sag ja, und unseren hat er noch nicht gefunden. Also ansonsten würden wir, dann würden wir mal in Patrick-Status wechseln und dir die Kreditkarte wegnehmen. Nein, aber der Ding fährt 35. Echt? Auch mit Spritzer? Ja, hier, volle Lotte. Aber Straße fährt er 50. Ja, dann würde ich ja gleich noch einkaufen. Ja, bitte, sag das doch. Nee, ich habe ja extra einen gekauft, damit wir nur den einen brauchen für die großen Felder, die wir jetzt haben. Wir müssen ein bisschen effektiver denken. Der Heiner fragt, ob wir noch Aufgaben für ihn haben. Klar. Er kann hier raufkommen, kann hier dreschen, dann springe ich in den Baumwollernter. Ja, sag ihm das. Ich bin mal eben K&K, ne? So, dann kann Marc noch in Ruhe walzen hier. Oder wer auch immer walzt da hinten. Ja. Aber ich glaube, er ist auf dem Server sogar. Ja, aber Heiner steht schon an der Kneipe, irgendwo auf dem Hof irgendwo rum. Aber Chris, du bist auch gerade nicht sehr effektiv, wenn du jetzt hier mit mir hinterher fährst und die Ballen einzeln mir von der Presse klaust. Ja, dann press schneller. Ja, dann muss der da vorne schneller dreschen. Ja, nur 10. Sag das dem doch. Ich sehe halt auch das Stroh, aber ich muss wieder anhalten. Sag das dem doch. Es kommt hier so spät. Super Gerät habe ich hier. Super Gerät ist das. War gut, dass ich mich daran noch erinnert habe, dass wir den raufgenommen haben vor ein paar Wochen. So, was habt ihr jetzt noch gemacht? Nichts. Ja, ihr habt ja irgendwas gekauft. Nö, haben wir nicht. Heute nicht. Wir haben halt die Baumwollfelder geerntet. Letzte Woche. Haben gestern die Ballen verkauft. Und haben das Feld wieder vorbereitet. Und wir haben, als wir die Baumwolle geerntet hatten, hatten wir den Abend auch noch, haben wir die großen Maisfelder, mussten wir ja machen, düngen, spritzen. Da wäre ja so eine Spritze richtig cool gewesen, ne? Ja, du warst ja nicht da. Ja, stimmt. Der Abend zog sich schon ein bisschen. Ja, das glaube ich. Weil Chris kam dann zwar noch, aber es war dann relativ spät. Er hatte eine Geburtstagsfeier. Was war das? Halb elf oder so? 10, halb elf? Eher halb elf als wie 10, ja. Ja, aber ihr berichtet doch hier die ganze Zeit von dem, was er noch nicht gesehen hat. Was habe ich denn noch nicht gesehen? Nix. Nix Erwähnenswertes. Oh, guck mal auf dem Hof rum. Du siehst es dann schon. Ach so, okay. Was ganz Schönes. Ja, es wird super. Legendär. Legendär, ja. Ach, und, ja genau, wir haben den
den zweiten Klasen gescheites Gewicht verpasst, weil Sascha hat sich geweigert, mit dem Glas mit Betongewicht zu fahren. Jetzt echt? Ja. Tom, es war doch mal Anstehen ohne Gewicht. Nein, Tom, nicht. Tom hat dem sogar zugestimmt, dass das Gewicht an dem Schlepper nicht passt. Echt jetzt? Ja. Der Schlepper ist zu modern. Also er müsste den Schlepper verkaufen und das Gewicht dann da dran machen. Dann passt. Ach so. Weißt du, Tom, ich halte immer die Fahne hoch für dieses großartige Gewicht, das du da gebaut hast, aber wenn du nicht mitmachst, dann bringt das nichts. Nee, weißt du, den Tom hat sogar zugestimmt. Den Glas weg und einen schönen alten Traktor ja, ran, dann genau, passt. Genau, nee, das kann ich den Leuten ja nie antun. So, fast hier jemand drauf reagiert. Sieht aber nicht so aus. Worauf soll jemand reagieren? Ja, auf die Kollegen hier so auf dem Feld. Wenn man das Rohr ausfährt und das Blinklicht anmacht. Ja, wir heißen noch nicht AD. Und der reagiert da drauf, aber wir doch nicht. Moment, ich laufe. Ja, fährt schon einer. Ach, Chris ist schon drin. Okay, kann ich wieder zurücklaufen. Fährt das Rohr aus. Und klar. Wie weit seid ihr eigentlich denn mit eurem Maisplan, Tom? Mais steht und wächst. Aber ich reagiere zwar, aber weil meine Anzeige da unten stimmt, passiert jetzt genau gar nichts. Weil der Hänger voll ist. Helden der Felder. Ja, aber wirklich. Der andere Hof hat auch Mais angesetzt, allerdings glaube ich einen Tag später. Ja. Also wir wären wahrscheinlich schon wechselreif, ne? Nee. Wir haben den ja letzte Woche erst gelegt. Weiß der nicht in der Hufe schon? Musst du das Maisgebiss relativ tief fahren? Das also, Ding sah vorhin so sind, hoch aus schon. Nee, okay, die sind in erst in der Wachstumsstufe 4. Alles gut. Er ist jetzt so hoch wie unser Mais, der hier hier rumsteht. Der sieht auch aus, als könnte er noch ein bisschen was gebrauchen. Gib zu, wenn du mit VCA die Bahn wechselst, dann ist das Ding ein bisschen wankelmütig. Was ist denn das hier für eine Produktionsbremse, Sascha? Was machst du denn jetzt? Ich warte auf den Abfahrer. Der war ja voll, den hat ja keiner vorher weggefahren. Ich weiß nicht, wer den da einfach voll hingestellt hat. Ich weiß nicht, wer da als letztes drin saß. Das weiß ich auch nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Offensichtlich. Aber so, ich auch nicht. Ich war, glaube ich, noch nicht mal ganz leer. Ich hatte nur die Presse im Kopf. Nein, das war Mario, hat uns abgelenkt hier mit seinem komischen Gefährt. Genau. Sonst wäre das nicht passiert. Genau, na klar. Ja. Boah, aber die Feldanzeige, die ist wirklich langsam. Oh oh, da fahre ich ja 1000 Mal. Mit dem Magirus, ja. Nee, mit dem normalen Ballenanhänger oder Palettenanhänger. Ja, dann gute Nacht. Ich muss den Thomas anrufen für eine Spezialbeladung. Ist Heiner jetzt eigentlich da oder nicht? Verkauft es am falschen Ort. Ich habe ihm was geschrieben, also. Arbeit genug für den Heiner. Boah, hallo, aber hier ist immer Arbeit genug. Ich bin schon seit Monaten nicht mehr im Holz gewesen. Ja, dann wird mal Zeit. Bitte? Was? Hashtag me too. Ja. So können wir auch nicht vorwärts kommen mit unserem Holzimperium.
So, bitte sehr. Schön. Oder nein, oder das Projekt Holzimperium? Das Projekt Holzimperium, ja. Hallo Heiner. Guten Abend zusammen. Heiner, hallo. Hallo. Das ist doch schön, dass du da bist, Heiner. Vielen Dank, ich wurde genötigt von Sascha. Ja, das ist richtig, das haben wir hier zusammen abgesprochen. Sag doch nochmal Hallo YouTube. Ach, die YouTubies, hallo, seid ihr auch wieder da? Das ist ja schön, ja. Ich grüße euch. Heiner, auf der 24 steht ein Drescher für dich. Sehr schön, genau. Das kann kannst den ganzen Abend dreschen, Heiner. Das kann ich wenigstens. Ja, und danach die 16 auf. Bitte doch. Bebem. Bye-bye. Aber Heiner, wenn du jetzt einsteigst in den Drescher, hau mal nach hinten, was du gerade für einen Stau verursachst, weil du nicht vorwärts kommst mit dem Drescher. Ich möchte dich jetzt nicht unter Druck setzen. Aber gib Gas. Hey Heiner, wir machen das wie die in unserem gemäßigten Alter, Ruhe bewahren, Tee trinken. Trinkst du Tee, Heiner? Einer muss sich jetzt erst konzentrieren, dass er den Drescher in den Start kriegt. Man sollte auch das, den Drescher Schneidwerk starten, bevor man losfährt. Das ist durchaus keine schlechte Variante. Urteil sein. Mach hier, ich steig mal aus. Chris aus der Presse, weil das hinterhernuckeln jetzt hinter dem Drescher, das dauert zu lange. Ich hole mir den zweiten Trecker schon mal und fange drüben an anzusehen. So, wo kann ich denn jetzt hier nachspritzen? Wie nachspritzen? Was willst du nachspritzen? Nee, wo kann ich, wem kann ich hinterher spritzen jetzt noch? Also danach, nach diesem Feld spritzen. Nee, gibt's keins mehr zum Spritzen. Wie, das wart jetzt oder was? Ja, dafür hast du das Ding jetzt gekauft. Ja, ist doch super. Das können wir ja auch in den nächsten Wochen noch benutzen. Ah, der hat auch einen Düngerstreuer als Aufsatz. Da muss ich aber erstmal rausfinden, wie das mit dem Gabelstapler, mit dem Umladen geht. Gucke ich mir gleich mal an. Was sind das für ein Düngerstreuer? Kannst du das nicht in das gleiche Ding reinsetzen? Ja, genau. Ja, den Streuer auch. Flüssigdünger wahrscheinlich. Ja, aber nee. Flüssigdünger wird doch wahrscheinlich auch reingehen, oder nicht? Das stimmt. Das kann doch beides. Das stimmt. Aber da musst du ihn nochmal leer machen und das ist auch blöd. Aber der hat halt auch einen Mineralstoffdüngerstreueraufsatz. Den könnte man auch aufsetzen. Ja, aber liebe Leute, das werden wir, liebe Zuschauer, das werden wir in der nächsten Folge entscheiden. Obwohl der Ding fährt. Ah, ne, da. Oh, der fährt auch 27. Lohnt sich schon. Ja, wieso kaufst du nicht gleich einen zweiten komplett? Also, warum willst du jetzt den Aufsatz wechseln? Fordere mich nicht heraus. Der Marco. Marco, du bist manchmal selber schuld, gell? Ich finde das auch. Da brauchen wir noch ein paar neue Hallen am Hof, weil sonst kriegen wir das ganze Zeug wieder nicht unter. Das soll dann nicht so aussehen wie bei Hofer und Tom. Ja. Okay, das war's mit den 1,7. Hallo? Ich werde gleich erstmal zum Hof fahren und mal gucken. Wir haben ja auf jeden Fall Radlader mit Palettengabeln da. Und dann gucke ich mal, wie aufwendig das ist. Das ist eigentlich nicht so ein Akt. Wir dürfen mal ein bisschen ausprobieren. Aber liebe Zuschauer, ob wir dieses Ding kaufen oder nicht, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Heute beenden wir das hier. Die Senioren sagen noch Tschüss. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir herausfinden, was da so dramatisch passiert ist. Tschüss. 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 Und auch von mir alles Gute. Bye bye und Ade.